Hey Leute, hier ist Daldemar, zurück mit Age of Sail. Ultimate Admiral Age of Sail. Entschuldigung, ja, willkommen. Ich habe das schon mal gespielt im Early Access und... Und es ist 1.0 released worden. Wir haben die Briten-Kampagne gespielt und sind eigentlich ziemlich weit gekommen, soweit ich weiß. Wenn ich das richtig sehen kann, sogar durch. Ich bin mir nicht sicher. Mann, die Musik muss ein bisschen mehr tönen. Die ist ganz schön komprimiert anscheinend. Aber los geht's. Willkommen zurück zu Age of Sail. Wie gesagt, auf geht's in Kampagne. Wer sich wundert, wie das Spiel ist, das ist ein bisschen wie... Ah, wie kann man sagen? Sid Meier's Gettysburg, Ultimate General Gettysburg oder Civil War. Halt Top-Down 2D, Truppen bewegen. Und das jetzt 3D mit Schiffen und mit Truppenlandungen und so. Und naja. So, das haben wir gespielt. Herrscht über die Wellen. Und dann sind wir, glaube ich, angekommen im Barbarenkrieg. Piraten der Barbaren Costa erbeuten amerikanische Adelschiffe und halten die Crews gefangen, um ihr Lösungen zu erpressen. Ihr werdet Expeditionstrupp kommandiert und Grausamkeiten der Piraten ein Ende zu bereiten. Es kann aber auch sein, dass das was anderes ist. Deswegen, doch, afrikanische Küste, das war das, glaube ich. Keine Ahnung. Tritt nicht auf mich drauf. Ja, wir spielen die Amerikanski-Kampagne und los geht's. Blood, sweat and tears are the price of freedom. I learned this lesson while still a boy. In Scotland, my family rebelled against the English tyrants. My father was killed in the fighting. They searched for me. Sie sucht nach mir. Ich tarnte mich als Schiffsjunge und schlich mich an... Ach so, genau. Wir gucken jetzt nur nach den Bonis. Bargeld Missionsbelohnung plus 5% ist nicht schlecht. 10% Erfolgschance. Das ist gut, weil wir müssen auswürfeln. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Chance für einen Offizier zu sterben. Minus 5%. Wir nehmen das mit dem Auswürfeln, weil das werden wir brauchen müssen. Werden. I sneaked through the heavily guarded town and boarded a ship as a stowaway. Now the sea is my home. Here I have found freedom, adventure, and recognition of my skills. I became captain at just 21 years of age. I am proud of my ship. But some of the crew resented my promotion. A mutineer attacked me over a matter of pay. I was forced to defend myself with my sword. Unfortunately, he was from a wealthy family, and they were determined to see me ruined. Again I ran, once more fleeing the tyranny of unjust men. To a land of opportunity, to a country where a man can be free. America. Hört er wie ein Osteuropäer, der versucht, einen schottischen Akzent zu sprechen, aber das hört man sehr oft. Ich finde es immer lustig. Aber es geht hier um die Liebe zum Spiel, ja? So, und was habe ich dann gemacht, als ich in the Country of Free, Land of Free angekommen bin? Das Einzige, was sie nicht gefixt haben, ist der Lautstärkepegel im Prolog. Das war schon immer seltsam. 5% auf Verkäufe und Einkäufe, das ist nicht schlecht. Ansehen pro Gefecht 1. Wir nehmen Ansehen im Gefecht. Prost plus 1 ist gut. And England, the old tyrant, refuses to release her grasp on this land. The British control the major ports and cities, but the people yearn to be free. The time for me to join the rebellion and fight the tyrant has come. The Continental Navy will need captains who can attack England upon the seas. This time, I will not run. Give me liberty, or give me death. With my political connections, I have secured a command where my experience will be useful. Ach, ich liebe diese Marschmusik aus der Zeit, das ist toll. Mit meinem großartigen Redenspirit, ich häufig jene um mich herum, das tue ich ja so schon. Folgt mir, dem größten aller Kleinen. Kosten für Anhören von Veteranen 5% weniger ist nicht schlecht. 5% Mannschaftstrainingsgeschwindigkeit, 5%. 5% der Verluste werden nach dem Gefecht ersetzt. My Boom, gar keine Frage. Is the health and welfare of my crew. The British already control most of the major ports in the region. But now is the time to change the course of the war. The situation at sea is as follows. Die Briten sind alle auf dem Schiff in Köln. Ach so. Einfach, wir machen Mittel. Royal Navy support of their expeditionary forces is inevitable. Our spies' report about the British expeditionary forces suggest.
Britannien kann nicht sämtliche Ressourcen aufwenden. Achso, wir machen wieder Mittel. Significant British expeditionary forces are expected. Victory, glory and a great future lay ahead. John Paul Jones, wie heißen wir? Was ist Adaption? Achso, das ist die Schwierigkeit skaliert mit mir. Ashek Hopkins, Nicholas Biddle, John Barry, Abraham Ripple, die Namen Dudley Saltonstall, der Name ist toll. John Paul Jones. Das Bild ist seltsam, oder? Wir nehmen Dudley Saltonstall. Saltonstall? Das ist gut. Okay. Saltonstall? Missionsbelohnung. Okay, jetzt müssen wir gerade überlegen. Das ist Ansehen. Wir müssen zuerst gucken, dass wir das nehmen, dass wir nach Mission mehr erhalten. Ich glaube, das ist hier. Missionsbelohnung, Bargeld. Missionsbelohnung. Ne, und Ansehen, ne? Ach, ich kann nicht mehr machen. Egal, los geht's. Entschuldigung, ich war da. Ohne respektable Marine? Oh je, Amerika. Captain John Paul Jones. So, nach zweiwöchiger Fahrt haben wir die Küste der Heimat erreicht. Unsere Reise ist ereignislos und ruhig gewesen. Unsere französischen Freunde haben uns sogar eine Eskorte gestellt, indem sie unter falscher Flagge fuhren. Nächstes. Ja, die Franzosen haben denen geholfen. Im Unabhängigkeitskrieg, also Unabhängigkeitskrieg, nicht Sezessionskrieg, also Nord gegen Südstaaten. Das ist der Unabhängigkeitskrieg, ne? Wo das noch alles als britische Kolonie gilt und die unabhängig werden wollen. Amerika. George Washington und so. Herrgott, seht euch die Schiffe an. Unsere Männer kommen, da. Unsere Männer kommen sie wie eine halbe britische Flotte vor. Wir könnten nicht darauf hoffen, einen Kampf zu gewinnen. Das stimmt. Deswegen verpissen wir uns da lang. Das habe ich schon gespielt. Wir können unseren Kampf nicht gewinnen, also müssen wir umdrehen. Bla bla bla. Wir können aber kämpfen und Schiffe entern. Wir müssen uns die britische Flotte kümmern. Genau. Die Patrouille. Los geht's. So. Gott sei Dank habe ich ein bisschen geübt. So. 60. Die müssen wir zu Klump schießen, schnell. Ich mache mal jetzt wieder lauter, weil... Jetzt ist das ganze Anfangsgedöns vorbei. Oh, ich glaube, die Musik muss ich ausmachen. Da kriege ich nämlich Ärger. Deswegen lassen wir die aus. Das hatte ich nämlich schon. Feuer! Vengeance! Leute! Euren Namen im Let's Play, im Discord. Da ist ein Channel. Haut in die Tasten. Schiffe, Offiziere oder Regimenter. Das sind die drei Kategorien. Wählt euch einen Namen aus. Ja, und dann werde ich ihn ein bisschen einpflegen. Diese Namen sollten aber euren Nicknamen ähneln. Ja, das ist ganz wichtig. Oder wir nennen sie Beppo-Brigade, Lappenkompanie, die beste Truppe und so weiter. Ja, die haben keine Kanonen, die müssen weg. Die müssen weg. Wir könnten aber mit denen entern, oder? Nee, es geht auch nicht. Doch, könnten wir nicht. Wir hauen ab. So, die hauen ab. Mit denen müssen wir kämpfen. So, dranbleiben. Langsamer werden. Also wir können entern, die zu Club schießen. Das bedeutet Munition, das bedeutet, glaube ich, Lebenspunkte. Ich bin mir aber damit nicht so sicher. Oder Wassereinbruch, ich kann es nicht sagen. Oder Moral. Und, sie haben es verschnellert, das mit den Schiffskämpfen. Das dauerte normalerweise viel länger. Und wir machen aber jetzt mal hier... Ein bisschen schneller, weil es sind noch kleine Kämpfe, die sind nicht so spannend. Ich will einfach schnell die erste Basismission fertig machen. Ich will aber unbedingt ein Schiff entern. Wir schießen aber zu Klump, soweit es geht. Und dann übernehmen wir die. Die können wir dann nämlich verscherbeln und so. Das bringt mehr, als wenn wir die jetzt versenken. Bisschen weniger Moral tut gut. Gut, dann schießen wir mal ein bisschen Schrapnell rein. Das nennt man Deckschrubben. Ja? Ist das nicht ein schönes Wort dafür? Einfach mal aufräumen. Klinisch rein. Oder die Schuhe putzen. Das benutzt man für einen anderen Begriff, glaube ich. Wir können auch hier Schiffe ablassen und mit der Marineinfanterie zu Land kämpfen und so. Das geht auch alles. Da kann man die auch gut skillen. Gerade zu Land. Einer. Naja.
Das ist nicht so effektiv. Meines Erachtens. Hier wieder zu den Kanonenkugeln. Dann kommt das andere Schiff. Jetzt können wir beide Kanonen benutzen. Oakwood Vengeance. Ist klar, dass die Vengeance heißt, ne? Die heißen entweder mal Vengeance, Excelsior, Voyager. Wie heißen die meistens? Die heißen Interceptor oder so. Jetzt glaube ich bei Flug der Karibik, ne? Interceptor. Die Dauntless. Dauntless heißen die meistens Schiffe. Dauntless, ja? Die meisten heißen tatsächlich immer Dauntless. Sehr gut. Guck, Kanonen ist das Beste überhaupt. Kanono. So, jetzt ist das hier. Das Problem ist, das hat noch kein Anti-Aliasing. Ich guck mal, ob ich das irgendwie erzwingen kann. So, ja, die können ja nicht viel machen hier alleine. Feuer! Achtung! Oakwood. Eichenholz. Was sein Name. Können wir hier noch ein bisschen treffen? Das wäre nämlich nicht schlecht. Nicht, dass wir die nicht mehr einholen können. Ich könnte auch auf die Segel schießen, aber... Wo ist denn der Wind? Der Wind pfeift. Also wie gesagt, wir haben nicht nur Schiffskämpfe, es ist auch Landschlachten. Es ist also kombiniert. Theoretisch könnten wir überall hier hingehen und was ist ziemlich cool. Ah, wir sind schon in Richtung Wind. Am Segeln. Okay, wir versuchen es mal zu entern. Könnte ich? Ich könnte sogar. Entschuldigung. Wir entern es sogar, würde ich sagen. Wir versuchen es mal. Wir haben 70, das könnten wir schaffen. Dann machen wir jetzt mal die da weg. Pass auf, ich mach mal schnell. Oh, sehr schön. Einmal wenden. Bis hierhin bitte. Oder so bleiben, weil ich glaube, die wollen abhauen. Ja, wir werden Folgen haben mit langen, langweiligen Seegefechten, weil manche sind cool, aber gerade zu Anfang sind die sehr tröge. Wir brauchen halt so Killer-Linienschiffe. Ich will dazu, das hat jetzt super funktioniert. So, nee, das hat sich jetzt erledigt. Theoretisch haben wir gewonnen, sobald die da ankommen. Genau, schön draufzimmern. Nicht auf unser Schiff, bitte. Nein, das gibt's doch nicht. So, jetzt fangen wir die ab. Das ist ganz wichtig. Wisst es? Ah, das könnte ein Problem sein. Das ist ein Problem sogar. Seitdem drehen jetzt ab. Oh, wir haben eine Kanone hinten. Das ist super. Und wir haben getroffen. So, drehen. 52 sind immer noch eigentlich zu viele, aber die haben... Wir müssen die entern, sobald die Moral down ist. Aber das könnten wir auch wahrscheinlich so schon schaffen. Und entern. Theoretisch müsste das jetzt von selbst machen. Schrapnell laden. Okay, der kann abhauen. Die wollen nicht mehr. Mit Schrapnell können wir auch die Moral ein bisschen senken. Da, sehr schön. Komm noch mal eine Salve, los! Ja! Bam, bam, wegrotzen. Sehr gut. Drei, sehr gut, sehr gut. Ah, ich habe auch welche verloren. Okay, los geht's. Man sieht die leider nicht entern oder so. Das ist halt nur so ausgewürfelt. Wir haben aber gut was kassiert mittlerweile. Unsere Moral steigt. Das heißt, wir gewinnen den Kampf. Da, guck. Dann ist das schon absolviert. Sehr gut. Dann haben wir das ohne Probleme geschafft. So, folgendes. Jetzt müssen wir einen Teil der Crew natürlich rüber tun. Damit wir es steuern können. Aber dadurch verlieren wir natürlich auch Crew, aber das ist alles im Möglichen und okay. So, wir hauen ab mit denen. Einfach weg. Straight. Aufpassen, dass wir uns nicht beschießen hier. So, und scheiß auf das Schiff. Wir scheißen auf das kleine Schiff. Wir können es ja noch abknallen, aber das reicht auch dann. Sache, wir sinken nicht mit dem hier. Feuer! Sehr schön, 15. Also die haben den Schaden wirklich erhöht. Okay, dann hauen wir ab. Das könnte jetzt ja natürlich noch mehr Kohle bringen und Prestige und alles. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir uns jetzt verpissen. Es sei denn, der kommt jetzt wirklich noch hinterher. Aber wenn er uns entert, haben wir ein Problem. Deswegen hauen wir jetzt ab.
Oder? Komm, ich versuch's noch einmal. Stell uns mal hier hin. Vielleicht kommt er ja. Ich glaube, er will aber nicht. Er ist stehen geblieben. Guck. Doch. Aha. Sehr schön. Guck mal, er kann gar nicht richtig bei uns vorbei. Aha, das war's schon. Siehst du? Abschließen. Ja, wir schließen ab. Wir brauchen nämlich Zeit. Ziele, Güter, etc. Verstehe ich immer nie. Die haben wir gefangen genommen und wir haben auch natürlich Beutegut. So. Jetzt kommen wir zum wichtigsten und spaßigsten Teil tatsächlich von diesem tollen Spiel. Ja, 1.0. Ich kann das Spiel nur empfehlen. Wer Ultimate General mag, mag auch das Spiel. Obwohl es natürlich, ich finde Ultimate General Civil War, da war alles so 2D gehalten. Das finde ich viel besser als 3D. 3D altert sehr schnell und sehr schlecht, während 2D das nicht tut. Wir konnten die erfolgreichen Waffen unserem Armee in Boston liefern. General Washington General war sehr zufrieden mit unseren Unterfangen und unseren Waffenbezahlungen, werden wir das erste Continental Marine Regiment gründen. Reparieren. Das ist die Trophäe. HMS, wir behalten die erstmal. Wir können entweder Dingenspunkte machen oder gar nichts machen. Deswegen machen wir erstmal gar nichts. So, wir haben 600 Armstrong Cannons drin. Da können wir auch andere kaufen. Es gibt immer, hier. Brander verbessern. Das heißt, wir können unser Schiff sprengen und als Bombe benutzen. Das ist unsere Crew. Dudley Saltonstall. Saltonstall. Kann ich den jetzt eigentlich umbenennen? Weil den kann ich doch bestimmt umbenennen. Warte mal, ich muss, glaube ich, dafür zu... Ne, wir sind hier richtig. Verwerfen. Nein. Warte mal, das war irgendwo... Ich meine, das geht. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht mehr sicher. Ich meine aber schon. Ich meine schon. Dudley Saltonstall. Warum heißt er denn Dudley Saltonstall? Das müssen wir hochmachen. Mehr Bargeld nach der Belohnung. Nach der Dingens. Vengeance. Okay. So, folgendes. Das ist jetzt die Crew fürs Schiff. Okay. Optimal ist immer super. Brauchen wir aber mehr Waffen. Haben wir nicht. Von denen haben wir nicht genug. Wir haben aber genug, wir können ja, wenn wir mit denen entern wollen, sollten sie ein Bajonett kriegen. Wir müssen gucken, hier steht, wie viel die in der Kammer haben, wie wir kaufen können, wie viel die kosten. Ah ne, wie viel wir haben und wie viel im Laden ist. Hiervon gibt es unendlich. Das ist natürlich blöd. Das ist die Seeeinsatz-Musket. Tatsächlich, da gibt es nicht so viele von. Nicht genug Waffen. Da müssen wir jetzt erstmal was anderes nehmen. Da nehmen wir jetzt zum Beispiel erstmal die Langland. Kostet kaum was. Können wir aber damit unser Schiff erstmal füllen. Wir brauchen Kanonen. Verbessern. Was ist denn die nächste Mission? Das ist auch wichtig. Geht erstmal auf die Karte. Die Schlacht von Bunker Hill beginnt bald. Die britische Flotte hat sich Position gebracht, die Kontrolle über die Anhöhen rund um den Bostoner Hafen an sich zu reißen. Bunker Hill, berühmte Schlacht. Und haben begonnen, unsere Position zu bombardieren. Wir werden eure Talente im Kampf gebrauchen. Formiere ein Regiment aus Marinesoldaten und schließe dich der Schlacht am Bunker Hill an oder mach Seeschlacht. Wir wollen Landschlacht machen. Die sind nämlich sehr cool. Ich bin sowieso so eher der Infanterist. So, also wir haben eine Landschlacht. Dann gehen wir jetzt zurück und guck mal. Also wir brauchen Soldaten. Dann müssen wir jetzt auch ein Regiment gründen. Wir haben hier einmal die Earlston. Das ist jetzt ein Transportschiff. Und hier können wir unsere Regimenter gründen. Und das ist also jetzt erstmal das Wichtigste. Wir können es hier irgendwie vielleicht auf 70 bringen, wenigstens. Dann lassen wir das da erstmal. Die Waffen sind Standard, Earlston. Da gibt es ein Limit. 390. Also... Deswegen sollte man jetzt nicht ein Riesenregiment machen, also halbieren wir das. Also machen wir 145 oder so. Was aber meines Erachtens eigentlich... Nee, das wäre mehr. Entschuldigung. Das wären 190 oder so pro Truppe. Ich kann das ja noch... Langland, aber wir wollen etwas mit Bajonett. Wir wollen in Nahkampf gehen. So, 190... Und dann machen wir rein noch das Maximum 180, so. Zwei Regimenter. Eigentlich ist ein großes vielleicht sogar besser, aber dann hast du schlechteren Flankenschutz. Jetzt brauchen wir noch Offiziere, dann holen wir hier mal, was haben wir denn hier? Also Stärke, Wahrnehmung, wie gut Offiziere zielen, wirkt sich auf die Fähigkeit der Untergebenen mit Feuerwaffen, Artillerie aus. Das ist immer wichtig hier, ja? Das und das. Guck mal, der ist zum Beispiel ziemlich gut in den beiden, also wird er angeheuert. Und für den hier
nehmen wir, der ist jetzt nicht so toll. Dann nehmen wir einfach den Thaddäus Cocker. Kann ich den eigentlich um den Cocker? Das finde ich halt immer schade. Ich meine, das ging mal. Ich bin mir halt nicht sicher. So, das ist das Schiff. Meliz. Guck mal, hier können wir den Namen der Miliz ändern. Das geht auf jeden Fall. Und Schiffe können wir ändern. Miliz? Was? Die arme Miliz! Ja, die heißt einfach nur Miliz. Das ist doch super traurig. Miliz 1, Miliz 2. Ich werde die noch umbenennen. Also selber, ja. Die beiden Regimenter werden meine Regimenter werden. Dann haben wir ja hier den Schiffskapitän. Da kann man auch an Land gehen mit den Truppen. Warte mal, wo ist er denn nochmal? Das ist der hier. Das sind die hier, glaube ich. Nee, Quatsch. Das ist hier oben. Hier, Max 20. Okay, never mind. Mit denen wollen wir nicht an Land gehen. Und hier nehmen wir jetzt auch mal die Billig-Gewehre mit rein. Weil die können wir dann auch an Land setzen. Weil wir haben, glaube ich, dann zu wenig Truppen. Und machen das jetzt. Maximum. Bumm. Wir haben jetzt nochmal eine Truppe, die wir absetzen können. Ja? Und das ist das Wichtige und das Coole. So, die Folge ist jetzt kurz. Das tut mir leid. Aber das ist quasi der Prolog, die Einführung. Beim nächsten Mal machen wir eine längere Folge. Da spielen wir dann Bunker Hill. Also, liebe Leute, haut in die Tasten. Name im Let's Play in Discord. Und da könnt ihr mal an die Pinnwand gucken. Da sind die Vorschläge. Wir sehen uns wieder an der ersten Vollschlacht bei Admiral Age of Sail. Die USA-Kampagne. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr seid auch bei den anderen Folgen dabei. Bis dahin, wie immer, liebe Leute. Haut rein!